Und weiter geht's in der fröhlichen Reise durch die Brewdog-Prototyp-Serie, welches Bier sich hinter der Nummer 23 verbirgt. Darüber reden wir in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran, ihr lieben seid, und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir die Reise durch die Brewdog-Prototypen-Serie weiter mit mir gemeinsam macht. Und wir sind jetzt heute bei der Nummer 23 angekommen. Ich mache das ja ein bisschen auch durcheinander, aber die Nummer 23 ist ein Bier, das passt perfekt in das heutige Wetter. Das ist das Pineapple IPA, also ein Ananas-IPA. Und ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber bei mir ist es gerade sehr, sehr tropisch. Und ich glaube, da passt auf der einen Seite ein IPA ganz gut. Das erfrischt mich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite darf es dann eben auch mit ein bisschen tropischer Frucht sein. Das macht dann hoffentlich gleich die Ananas. Es ist hier 1% Ananassaft wahrscheinlich drin und 1% natürliches Aroma. Ich gehe mal davon aus, dass es Ananasaroma ist. Das ist nicht so genau beschrieben. Es hat Liberty und Nelson Sauvin als Hopfensorten. Das finde ich sehr spannend, weil das verspricht auch eine gewisse Fruchtigkeit. Und Carapilz, Pale Ale Malz und Pilsner Malz und Sauermalz. Also auch da eigentlich eine relativ wilde Mischung, wenn man sich mal überlegt, was ein IPA normalerweise so an Malzsorten hat. Das Ganze endet dann auf 5,8 Volumenprozent, 36 Bittereinheiten. Das ist auf ein IPA auch eher so ein bisschen gemäßigt, aber wir haben es ja letztendlich auch mit der Ananas zu tun, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die da auch, was die Bittere angeht, ein bisschen auf die Bremse treten wird. Aber in Summe erwarte ich mir jetzt hier einen ziemlichen geilen Durstlöscher, und ob ich damit richtig liege, das werden wir dann gleich gemeinsam rausfinden. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal ins Glas befördern. Und dann werden wir mal über die... Oh. Ja, also. Dass da Ananas drin ist, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, das rieche ich schon. Aber wir schauen erstmal auf die Farbe. Es ist eine schöne gelb-goldene Farbe, relativ intensiver weißer Schaum. Ne? Also gleich einen cremigen Einschlag hat er. Auch eine relativ kräftige Kompaktheit. Und viel Kohlensäure auch unten im Fuß zu sehen. Ansonsten schöne gleichmäßige Trübung hier. Jetzt schauen wir mal, was die Nase noch sagt. Ja, das ist, also Leute, das ist echt ein bisschen heftig. Das ist, und ich weiß nicht, ob es irgendwie so Gummibärchen, aber es hat, ob es Ananas Gummibärchen gibt, aber ja, es ist schon, also ich will nicht sagen, dass es unnatürlich ist, aber das ist schon einfach so richtig kräftig, dass es aufgrund der Intensität schon einfach echt heftig ist. Helles Malz auf jeden Fall noch mit dabei, und die Assoziation mit Süße ist definitiv gegeben. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie süß das tatsächlich ist. Jetzt zum Wohl, cheers. Ich muss jetzt sagen, das überrascht mich. Also das Ananasaroma in der Nase, bam. Also das war wirklich, puh. Aber im Geschmack ist das zwar da, die Ananas, aber bei weitem nicht so intensiv, wie es in der Nase war. Es ist schön fruchtig, es ist frisch, es hat noch ein bisschen so eine leichte florale Note. Es ist auch eine fruchtige Süße mit dabei. Auch viel helles Malz, aber es ist eine überraschend kräftige Bittere da. Also es sind 36 Bittereinheiten angegeben, das schmeckt definitiv. Boah, also ich hätte mal jetzt gesagt, also nach 50, 60 Bittereinheiten würde ich mir jetzt gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Also es ist auf jeden Fall so. Ein bisschen herbe auch mit dabei. Schöne, leichte Würze. Ein bisschen getreidig, aber das kommt schon mit auch einer präsenten Hefenoten daher. Also da ist schon richtig viel los. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da macht es wieder gerade ein bisschen Boden gut, das Bier. Also das Aroma war mir echt ein bisschen zu hart. Das verfliegt aber auch ein bisschen mit der Zeit. Es war deutlich intensiver. Und das Positive war, es war dann nicht im Geschmack dann nicht so intensiv. Und das jetzt geht's eigentlich. Schöner mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, eine tendenziell eher glattere Textur. Da ist es dann sehr unauffällig, das Bier. Und es geht aber mit dieser relativ intensiven Bittere, die, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, die ist sehr,
sehr losgelöst von allem anderen. Da ist so eine Bittere, die fährt da voll rein und die nimmt überhaupt keine Rücksicht auf alles andere, was da noch ist. Die ist einfach da und soll nicht der Rest doch scheren, was er macht. Und das ist nämlich auf der anderen Seite schön fruchtig. Eine mittlere Säure kommt noch rein, aber auch eine angenehme Süße. Das ist schon relativ balanciert, so dieser andere Teil. Und dann fährt eben diese Bittere da durch. Und ja, man muss es dann mögen. Macht auch natürlich eine gewisse Erfrischung aus. Ich mag das sehr, so diese Bittere in Bieren, die ist für mich auch ein gewisser Erfrischungsfaktor. Und das ist hier nicht anders. Aber ja, also da will ich jetzt noch ein bisschen an dem Rezept ein bisschen schrauben. Trotz alledem Bier, wo ich sage, das passt perfekt in den Sommer, da ist vieles richtig gemacht und das kann dann letztendlich auch ein schöner Sundowner sein und für diejenigen, die anderen das lieben, ist es sowieso das perfekte Bier. Der Prototyp Nummer 23 von Brewdog aus Berlin von ProbierTV gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für den Prototyp Nummer 23 aus dem Hause Brewdog Berlin. Und wenn ihr, wie gesagt, auf Ananas steht, das ist eure Hausnummer. Und alle anderen, die müssen dann einfach warten, wenn die anderen Hausnummern kommen von Brewdog. Da habe ich noch ein bisschen was im Köcher. Kommt die nächsten Tage. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns, wenn ihr ein Abo gelöst habt, morgen schon wieder beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.